Hier ist gartenvideo.com. Mein Name ist Markus Kobbelt, live von der Chelsea Flower Show. Hier der wunderbare Stand von Peter Beals. Peter Beals wird immer mehr und mehr zur klar zweitwichtigsten oder mitwichtigsten Rosenbaumschule in England neben David Austin. Das hat sich in den letzten 10, 15 Jahren rauskristallisiert. Ich habe Peter Beals vor 12, 13 Jahren besucht, da war die Baumschule noch ziemlich unscheinbar. Ich war allerdings da, nachdem die alten Rosen schon verblüht waren, irgendwann im Spätsommer. Und gerade der Garten in Norfolk ist natürlich ausgerichtet auf die alten Rosen. Peter Beals ist der bekannte Autor des Buches Classic Roses. Und dann ist auch der Titel, den er über sein ganzes Sortiment stellt, Classic Roses. Und die Rosen sind eingeteilt, genauso wie in seinem Buch, in verschiedene Klassen. Teilweise klassische Klassen, so wie man sie kennt, teilweise auch eigenwillige Einteilungen. Peter Beals ist, wie man so ein bisschen raushört, aus dem Titel Klassische Rosen spezialisiert auf alte Rosen. Und dieser Stand hier, eine Art Rosenmärchenschloss, ist dann auch geprägt von alten Rosensorten, vor allem auch Rambler-Sorten. Genau das, dieses Sortiment an alten Rosen, ist die Stärke von Peter Beals. Dazu kommen aber immer mehr auch Neuzüchtungen, die vor allem von seiner Tochter Amanda betrieben werden. Die Baumschule wird heute vom Sohn und von der Tochter mitgeführt. Der Stand aber hier klassisch im Sinne von Peter Beals, Classic Roses, vor allem alte Rosensorten. Und genau um diese Zeit im Mai natürlich in Bestform. Sie können so angetrieben werden und zeigen sich von der besten Seite. Eingänge hier zum Rosenmärchenschloss. Wir können auch mal reingehen. Im Innern eben die Andeutung eines Rosenschlosses. Von vier Seiten durch solche Stadttore, Stadtrosentore sozusagen zugänglich. Und überall Rosen, 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 wirklich fantastisch. Das einzige Fragezeichen, die meisten dieser alten Rosen, und das wissen wahrscheinlich viele der Zuschauer hier nicht, blühen nur einmal, sind alte Rosen, die nur einmal blühen können. Also eine wunderbare Pracht hier im Mai im Garten, einmal im Juni und dann ist es vorbei.